Ja, hallo meine lieben Freunde, heute bei Teil 3 zum Dacia Docker Umbau Marke Geo Leben TV bzw. Marke Geo Sixt ganz individuell. Wie schon in den vorangegangenen Videos besprochen, habe ich irgendwie keine Lust, meinen Dacia so umzubauen, als wie wenn man halt dann eine kleine Puppenküche drinnen hat, mit Küche, mit Bett und ein paar schönen Blumentöpfen. Ich weiß nicht, was auch immer. Das ist nicht mein Stil und das ist auch nicht so mein Verstehen von quasi im Auto einfach auch mal übernachten oder teilweise von mir aus leben oder was auch immer, weil ein Auto ist ein Auto, eine Wohnung ist eine Wohnung und ein Haus ist ein Haus. Das heißt, Möbel sind für eine großflächige Wohnung konzipiert. Aber das sollte ein jeder für sich so gestalten, wie er möchte, und schlussendlich werde ich erst auch am Schluss sehen, wie es dann wirklich ist, und vielleicht kann man dann auch über mich lachen oder was auch immer. Ist ja auch ziemlich egal, ja. Was braucht es auf jeden Fall? Ein Bett, das zumindest so breit ist, dass man auch immer wieder zu zweit schlafen kann. Es braucht etwas Strom, es braucht Platz zum Arbeiten, für ein Notebook auch mal das Essen abzulegen, und es braucht vorne einen Sitz, den ich drinnen gelassen habe, weil der, bin ich überzeugt, der wird einfach auch irgendwie ziemlich Sinn machen, vor allem wenn man zu zweit unterwegs ist und das Wetter ist mal bescheiden, sage ich mal, dann kann vorne, also am Hinterrücksitz, jemand sitzen, da ist dann auch viel Platz, der macht irgendwas, ja, und hinten sitzt und chillt man dann auch. Also das sehe ich dann eher als Vorteil und eben die Dinge, die einfach auch schon da sind, so zu nützen. Ja, jetzt schauen wir dann einfach einmal, was jetzt in diesem dritten Teil dran ist. Wir haben da jetzt einmal die linke Seite, wo das ganze Holz ist. Das obere Holz, das wird einfach nur zum Verarbeiten sein, und unten ist eben das Bett, das haben wir im letzten Teil eh schon gesehen. Und da auf der rechten Seite, da ist noch Platz frei, da wo eben die Wasserwaage jetzt liegt, da wird was hinkommen, und zwar so ein Verbau, circa so tief wie eben die untere Bodenplatte, eben auch so lang und mit der Schräge des hinteren Sitzes bis nach oben, hierher ungefähr, wo eben dann das Ganze in der Richtung runtergeht. Und da hinein soll ein Kompressorkühlschrank auch hineinkommen. Das wird so das Hauptding für den. Also es wird mir auch wichtig sein, Nahrung natürlich kühl zu halten. Früher habe ich immer so einen billigen Kühlschrank gehabt von 40, 50 Euro. Das kannst du irgendwie vergessen. So ein Kompressorkühlschrank kostet zwar das Zehnfache, aber er geht auch wie ein Kühlschrank, habe ich mir sagen lassen. Und der wird da reinkommen, weil das einfach wichtig ist. Das ist mir wichtiger, eben auch Nahrungsmittel kühl zu halten, als hier da drinnen 7-Gänge-Menüs zu kochen. Gut, dann lege ich jetzt einfach mal los und ihr kommt dann später wieder dazu. Naja, so in die Richtung soll das eben nun werden. Das ist einmal so gar nicht so einfach mit wenig Werkzeug und keiner Tischlerqualifikation. Aber schauen wir, wie es weitergeht. So, nach jetzt sicher 3 Stunden, sage ich jetzt einmal, schaut es jetzt einmal ungefähr so aus. Und ich muss sagen, jetzt bin ich irgendwie ganz froh, dass das einmal so in die Richtung kommt. Ja, es hat mich gefeigelt, also wie man in Österreich sagt, gefeigelt, ich weiß nicht, wie oft das auf Deutsch, es war schwierig, also feigeln ist so ein bisschen was ganz blöd, ja, das okay, aber so schaut es jetzt irgendwie gar nicht mal so dumm aus, also das Kastel da, und da wo jetzt die freie Fläche ist, da soll hier halt auch ein Kühlschrank hineinkommen. Unten ist ein bisschen eine Staufläche, aber der Kühlschrank wird sehr viel brauchen, und oben kommt halt dann auch noch was drüber, so in die Richtung. Genau, eine schöne Ablagefläche.
da weiß ich noch nicht, soll ich das fix festmachen da oder irgendwie da noch, ich, keine Ahnung. Der Kühlschrank muss auf jeden Fall von da rausgehen, raus und rein. Da muss man halt dann was machen, damit er nicht rausfällt. Das dürfte das wenigste Problem sein. Ja, meine Lieben, alter Schwede. Es ist eine Feiglerei. Aber es könnte schon was werden. Es ist ja auch ziemlich stabil, das Ganze. Ich meine, ich bin halt kein Tischler, gell? Da muss man halt mit diesen, na, mit dem da, ja, mit diesen Winkeleisen muss man da arbeiten. Phasenweise ein bisschen mit Leim, ein bisschen verleimen, aber generell wird das alles mit diesen Winkeleisen festgemacht. Ja, es ist wie gesagt jetzt keine Tischlerarbeit, aber ich denke, das könnte schon halbwegs brauchbar ausschauen auch. Okay. Ja, das war ein Hocken, wie man in Österreich sagt. Also es war viel Arbeit und es ist so ein Hineinbauen halt. Ne? Immer wieder messen, ausprobieren und ja, es ist nicht einfach. Und ich habe auch wieder einiges auseinandergeschraubt, weil ich mich dann wieder vermessen habe oder an dies nicht gedacht habe. Aber so ist es halt. Und wichtig ist einfach, dass man die Nerven nicht verliert bei der ganzen Sache. Ja? Das ist, und ja, es ist nur Holz. Und das, was ich halt einfach auch mache, ist, dass ich nichts ans Auto schraube, irgendwie Metalllöcher bohre, sondern es wird alles an diesen beiden unteren Bodenplatten einfach fest beschraubt und so gemacht, dass es dann wirklich auch stabil ist. Und es ist es auch. Ja, es wird spannend und der Kühlschrank ist noch nicht da, aber den werde ich bestellen und kriege dann wahrscheinlich nächste Woche und ich hoffe, der passt dann auch rein, weil jetzt mag ich da nichts mehr zerlegen, weil das schaut für mich jetzt einfach einmal gut aus. Das ist ja fast schon maßmöbelmäßig. Ja. Da oben dann die Arbeitsfläche, da kann man sitzen. Ja, müssen wir ein bisschen herumeiern. Da kann man dann sitzen. Jetzt muss ich einfach nur noch schauen. Ja. Kurz warten. Das geht sich so jetzt nicht mehr aus. Genau, weil sie das natürlich, wow, sehr knapp. Weil sie das natürlich sehr knapp mit dem Kühlschrank ausgehen wird. Na, da müssen wir schnell mehr messen jetzt. Ja, das müsste sich ausgehen, aber das wird, ist mega knapp auf jeden Fall. Genau, das ist auf jeden Fall mega knapp. Aber so schaut das Ganze jetzt irgendwie aus. Liegefläche, diese Platte, dann mit Kühlschrank drin, Arbeitsplatte oben, Essplatte, was auch immer. Und so wird das Ganze. So wird das Ganze schön langsam, hoffe ich doch. Jo, dann tun wir, wenn das Wetter morgen passt, morgen noch weiter. So, meine Lieben, jetzt habe ich circa 3 Stunden angebastelt, vielleicht auch länger. Ich habe kein Zeitgefühl, da geht es dahin irgendwie. Und jetzt schauen wir nochmal, was wir da jetzt heute geschaffen haben und wie es im Großen und Ganzen jetzt grundsätzlich mal ausschaut. So, gehen wir dann einfach mal ein bisschen näher ran. Dieses eine Kastal da unten ist noch Platz für sonstiges Zeug zum Reingeben. Oben, wie gesagt, ist eigentlich der Platz für den Kompressorkühlschrank, der da reinpasst. Genau, und oben kommt dann eben noch die Platte drauf, wo man dann halt was arbeiten, was ablegen kann, was auch immer da oben steht, Notebook oder was zum Essen.
was auch immer. Genau, da haben wir jetzt das Bett. Da haben wir das Bett. Ein bisschen runter. Genau, das Bett kann man und muss man auch, wenn man nicht schlafen will. Natürlich. Das ist jetzt das einzige Klo. Das kann man ja auch noch ändern. Genau. Das heißt, da haben wir jetzt eine Fläche von gut 80, 85 cm, 1,90 lang, also man kann auch den Sitz ja noch nach vorn fahren, also vom Platz her sehe ich da jetzt überhaupt kein Problem und auch von der Stabilität her nicht. Es ist halt nur die Frage, was wir da oben rauf geben, weil ich möchte ja jetzt auch nicht mit einer zusammenklappbaren Matratze wieder viel Platz verbrauchen. Da, keine Ahnung, ich habe noch keine Idee. Vielleicht kommt ja noch was. Ja gut, das wäre es jetzt einmal. Irgendwie bin ich eigentlich ziemlich zufrieden, muss ich sagen. Also das schaut mir eigentlich alles gut an. Ja, morgen geht's weiter. Ja, und das ist halt der Arbeitsplatz. Gell? So schaut es in meiner Tischlerwerkstatt aus. Zum Glück bin ich ja neben einem behinderten oder beeinträchtigten Parkplatz, sagen wir lieber so, der nicht immer besetzt ist oder relativ selten. Also von dem her kann ich da gut arbeiten. Ja, das ist halt das Werkzeug von einem erwachsenen Mann, der hin und wieder halt was selber baut. Genau, aber im Endeffekt absoluter Laie ist. Genau. So, meine Lieben, heute gibt's noch ein bisschen was dazu. Jetzt haben wir hier quasi auch eine Abdeckung, die dann natürlich auch aufgeht. Das heißt, wenn man ja von oben dann in den Kühlschrank rein muss. Genau. So, da hinten hakt es eventuell. Hoppala. Da hinten hakt es. Also da kommt, wie gesagt, der Kühlschrank hinein. Ja, und da halt so kleine Fächer. Und ich habe es eh vorher schon mal erklärt, es feigelt. Also es feigelt. Das ist dann meistens, wenn man was gemacht hat, und dann muss man es wieder aufmachen und wieder rückbauen und dann wieder, weil man irgendwas falsch gemacht hat. In dem Fall hat mich dieser Schrauben gefeigelt, weil den habe ich aufschrauben müssen wieder. Das ist die Verschraubung mit der Bodenplatte und ich habe ihn nicht mehr reingebracht. Dann ist irgendwie das Gewinde kaputt gegangen, was auch immer. Ich bin extra noch ins Bauhaus gefahren. Also bin nur extra ins Bauhaus gefahren und habe mir einen längeren Schrauben geholt, den habe ich auch nicht reingebracht. Und das ist jetzt so eine Lösung, ein Schrauben mit einem kleineren Gewinde. Ursprünglich wäre es eigentlich M8, so ist es nochmal M6 und dann mit einer Mutter von unten herauf eben festgeschraubt. Natürlich habe ich dann auch nicht gleich den richtigen Schrauben gefunden. Also da ist irgendwie mit dem Ding echt 1,5 Stunden rauf drauf gegangen. Nur mal so als Beispiel, dass man das sich so vorstellen kann. Das schaut so nach nichts aus da. Ja, so ein bisschen ein paar Kasterl herum. Und das ist jetzt mittlerweile schon der vierte Tag, bin jetzt nicht den ganzen Tag dran ständig, aber immer wieder so 5 Stunden auf jeden Fall, die man damit einfach Zeit verbraucht. Und es ist, ja, es macht Spaß, aber manchmal treibt es mich wirklich an meine nervliche Grenze. Okay. Treibt mich an meine nervliche Grenze, dieser Schrauben. Ja, hin und wieder wird eben auch ein bisschen was verklebt, verleimt besser gesagt, und ich möchte euch noch zeigen, wozu auch die Masken, ne, die FFP2 Masken, die ja in Österreich Pflicht sind und in Bayern sonst nirgends, wozu man die einfach gut verwenden kann. Genau hier den Leim
der da ein bisschen drüber geht. Mit dem kann man das wunderbar abwischen. Wenn man nichts anderes zur Verfügung hat, dann nimmt man das. Ja, ein bisschen ironisch das Ganze, aber die Masken war eh schon so gebraucht und grausig, dass man denkt, ja, da ist sie wenigstens für wirklich für irgendwas gut, die gute. Okay, meine Lieben, für heute werde ich mal viel machen. Da noch eine Abdeckung hier. Da kann man was reinstellen und dann da noch irgendwo ein Fach. Und dann mag ich nicht mehr für das Wochenende. Sonntag ist